haben doch sicher auch Nachbarn, oder? Na, dann wisst ihr, was das heißt. Nachbarn sind zum Ärgern da. Nachbarn sind zum Ärgern da. Oh, da bin ich wieder. So, darf ich vorstellen? Amtsrat Springbock mit Gattin. Das geht über meine Nerven! Sie sehen, die Dame ist etwas schreckhaft. Im engsten Kontakt mit Ihnen lebt Metzgermeister Hirnbiss mit Frau und Tochter. Ja, ist ja gar nichts passiert. Schämst du dich nicht? Aber Mutti... Wie man sieht, hat Frau Hirnbiss eine etwas lockere Hand, während ein gewisser Hans Wurst das Töchterlein ziemlich auf Trab hält. Was macht denn dieser Knilch hier? Au! Was kneifst du mich denn? Und den Herrn kennen Sie ja bereits immer, wenn es irgendwo brennt, muss er einspringen. Das werden wir gleich haben. Das werden wir gleich... Oh, tja. Ah, halt doch! Halt, Blümchen, weg! Mein liebsten Nachbarn aber sind diese da. Ja! Volltrottel! Selber einer. Reizende Kinder, wirklich. Guck mal, Onkel, wir haben schon lauter Löcher. Na, und dann habe ich noch eine besonders hübsche Untermieterin. Wenn man die sieht, haut es einen einfach um. Herr Sauser, was haben Sie denn mit dem gemacht? In gegenseitiger Rücksichtnahme führen wir alle ein harmonisches Leben. Das ist ja eine Zumutung! Nachbarn sind zum Ärgern da. Na, endlich. Bitte, wieso endlich? Hier ist Haus Nummer 3 und hier ist Haus Nummer 4. Bitte stellen Sie sich mal auf 4, ja? Nein, nein, bitte, ich bin die Nummer 3. Und wer ist auf 4? Familie Hirnbiss. Na ja, bitte, dann stellen Sie sich doch auf 4. Herr Springbock, der Erinnerungsmeister. Au! Hey, ja, wie haben wir's denn? Deswegen brauchen Sie jetzt ja nicht zu schreien. Erscheint denn hier, Sie! Gnädige Frau, sagen Sie zu mir. Also sowas Freundliches, sowas Höfliches, muss ich schon sagen. Auf Wiedersehen, gnädiger Herr. Heile Familie! Nur bei unvorhergesehenen Zwischenfällen und Prozessen wird es etwas schwierig. Schweigen Sie, Sie Landpomeranze! Ja! Halten Sie doch meine Tante nicht an Sie weg! Aber ich bitte Sie, meine Damen, halten Sie doch zusammen! Ich bitte Sie, Meister Frömmste, nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und wie gefällt Ihnen das? Da muss man nicht gleich die Polizei alarmieren. Ja, Bübchen, ja sag mal, was ist denn? Wem gehört denn dieser Hund? Und Onkel Otto. Nun, wer die Menschen kennt, lernt die Tiere lieben. Bübchen und ich haben schon eine ganze Menge davon. Was haben denn die beiden gemacht, dass sie so viel geworden sind? Ja, die haben... Ich muss jetzt Rosen schneiden gehen. Jetzt werde ich wahnsinnig. Oh. Trotzdem, es gibt nichts Schöneres, als in einem Reihenhaus zu wohnen, glauben Sie mir. Am liebsten würde ich Sie einladen, bei uns zu wohnen, aber leider, was heißt leider, Gott sei Dank, alles besetzt. Aber besuchen Sie uns doch mal. Nachbarn sind zum Ärgern da. Keiner nimmt das Also, bis bald.